Und hier gehört zu einer neuen Folge Rune. Gehen wir direkt mal auf ein Abenteuer. Ja gut, dann spielen wir mal auf normal. Also Schatten und Sonnenklippbad. Weiß ich schon. Nehmen wir jetzt mal hier einen Seelenhüter. Und hier zu will. So, irgendwas an. Seelenhüter als ein schattiger Seelenhüter. Das passt irgendwie nicht so ganz, finde ich. Zum Teil. What? Das immer so, dass man die ganze Zeit oder was, wenn man den Fuß hat, dann hat die ganze Zeit Haut. Ernst jetzt? Ist aber lustig. Irgendwie. Und irgendwie auch noch schwach, finde ich. Das kann auch nicht sein. Ich bin auf jeden Fall eher ein Nahkämpfer. Weil der Haut ist halt so, dass der immer in irgendeiner durchschießt, also so in einem Fuß, auch sonst. Der kann mal irgendwo in irgendeiner Richtung. Immer so bei den Haustests kann man dann nicht so spielen und da wird man das Beste erzählen. Ich glaube, das ist kein Punkt. Ja, bei den meisten Spielen sind so, und ich würde so leise stellen, dass ich selbst nicht spiele. Zum Glück bei TTC nicht, das ist sehr preislich. Oh. Schon zur nächsten Ebene, das ist doch gut. Luftrune, Tempo-Level, Tempo-Rune, Erd-Level. Ich nehme eine Tempo. Das sind besonders starke Feinde, auch mit bestimmten Stärken, größerer Schnelligkeit oder Regeneration. Kleinere Wetter, Tempo schneller. Kisten, Steine, Sachen. Den meisten kommt es aber leider nicht raus, aber ich zerstöre trotzdem mal lieber alle. Was Tolles raus, kommt Kombinierer oder so. Ach ja, ich glaube, das habe ich erstmal falsch verstanden. Hier. Man kann nicht Kombinierer herstellen, sondern man kann die. Man kann Kombinierer verbrauchen und sich darauf Erfahrung machen. Das hat sich nicht gesagt. Ich bin mir ganz so das. Gegner. Wo ist das? Kombinierer. Anfänger. Hier ist einfach mal alle Gegner feinde vor. Alle Gegnerfeinde, alle Gegnernamen. Ja, wir machen alle Gegner. So weit. Ich doch mal schon für den Gegner. Dann sind alle Gegner verteilt. Oh! Scheiße. Ah. Ähnliches! Das muss ich besiegen. Ja, das ist bestimmt in meinem besten Jahr. Ich glaube, den bin ich immer noch nicht besiegen. Ich glaube, kommt von mir falsch. Nein! Dieser Dieb! Nein, vom Dieb bestohlen! Schon habe ich einen Titel für die Folge. Nett von dir, Dieb. Scheiße, was war das denn? Der Dieb klaut uns einfach mal unsere irgendwas rum. Ich glaube, Erdrunde war das. Ich wusste gar nicht, dass es geht, ehrlich gesagt. Ich meine, irgendwie logisch, aber... Komm, nicht schon wieder. Jetzt hat er mir auch noch Gesundheit gestohlen, dieser scheiß Dieb. Die ganze Zeit bin ich von einem Dieb gestohlen. Werde ich von einem Dieb gestohlen, ne? Die bösen diebischen Diebe. Ich überlege mir die ganze Zeit für die Folge. Okay. Kritische Abwehr. 5% mehr Schaden, 10% Kugelgröße oder 8% Rückschlag. Ich mach mal zufällig. Okay, 8 plus 8% Rückschlag. Wir sind gerade voll schnell. Ich meine, wir sind bei 5 Minuten und sind schon in Ebene 3. Schaden über Zeit nehmen. Ach so! Ach, die waren die Dinge. Komm, ich habe einfach nicht bemerkt, dass ich Schaden nehme. Scheiße. Das waren doch diese Dinge, die einen Schaden machen. Scheiße, okay. Jetzt habe ich unseren armen Helden hier leider fast selber getötet. Gehen wir jetzt vielleicht mal nicht in dieses Stasis-Event rein. Sondern nach hier oben. Oh, ihr habt gerade die... Achso! Ach, oh, scheiße. Ich glaube, das ist ein Bosskampf. Ja. Ja.
Raum aus dem. Weltenbaum! Oh Mann, wir müssen ihn besiegen! Nein, scheiße! Nein! Scheiße, er hat uns besiegt. Schade, die Folge ging nur 7 Minuten. Naja. Dorn, was machst du? Langsam. Okay. Interessant. Genau, weil das nämlich... mit dieser germanischen Mythologie, ich glaube germanische Mythologie in dem Sinne, mit dem Yggdrasil, dem Weltenbaum und so, kenne ich mich nur aus, weil ich unbedingt wissen wollte, woher der Name von Nidhogg kommt. Weil das ist nämlich so ein Wesen, was die Toten peinigt, die dort haben. Von Nidhogg habe ich mal von der ganzen Zeit ein Video gemacht. Da das eher ein PvP-Spiel ist, aber keine Ahnung. Wahrscheinlich die meisten, die dieses Video jetzt sehen, haben dieses letzte noch nicht gesehen. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr es gesehen habt. oder ob ihr es gesehen habt. Okay, das war's jetzt aber jetzt mit dieser Folge ohne. Schreibt in die Kommentare, was für eine Kombination ich nächstes Mal nehmen soll, wenn euch da irgendwas einfällt. Oder welchen Startzauber oder so. Wie auch immer. Auf jeden Fall nicht den Daumen vergessen bis zum nächsten Video.